Liebe Spaßgesellschaft, ein wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play 8-Bit Armies, die Wächterkampagne. Mission Nummer 4, Einkaufsbummel. Wir machen leichte Fortschritte beim Wiederaufbau, doch die Munition ist knapp. Unsere Techniker haben eine Möglichkeit gefunden, mit der man alte Panzer wiederverwerten kann, um Türme zu bauen. Doch wir brauchen Bauteile. Die Abtrünnigen haben ein Depot, das uns, wie ich glaube, gut versorgen wird. Schnappen Sie sich so viele Nachschubkisten wie möglich, wenn Sie gleichzeitig Ihre Nachschublinien unterbrechen können, umso besser. Hauptziel, sammeln Sie alle 10 Nachschubkisten. Bonus, zerstören Sie 6 gegnerische Raffinerien. Dadurch kriegen wir direkt zum Start eine Raffinerie, hier kriegen wir direkt 2 Türme. Und wenn wir das in 10 Minuten machen, gibt es einen Sammler und 1000 Credits zu Beginn. Also, legen wir los, wir versuchen unser Bestes. Nämlich unser Schlimmstes. Shopping Spree. Nicht zu verwechseln mit Killing Spree. Das ist was viel Böseres. So, machen wir erstmal Raffinerie Nummer 1. Und wir bauen... Sammler geht noch nicht. Können theoretisch schon Raketenfahrzeuge, aber damit warten wir erstmal. Erstmal 2 Sammler. Dass wir dahingehend loslegen können. Dann ein Kraftwerk für mehr Strom. Ach, der will hier unten hin. Okay, scheinbar ist das dann für den doch etwas näher. Aber ich würde sagen, fahr mal lieber hier oben hin. Da habe ich dich erstens besser im Blick, sodass ich dich auch im Zweifel verteidigen kann. Und zweitens ist es einfach besser, weil ich sage, dass es besser ist. So, Punkt. Thema durch. Genau, die Mechaniker sollten schon mit. Und du fährst bitte auch hier oben hin. Power plant complete. Warum hast du jetzt auf den gewartet? So, du sollst doch da sammeln. Müsst doch nicht alle aufeinander warten. Auch wenn das sehr höflich ist, muss ich sagen. Aber auch irgendwie ziemlich bräsig. Von daher, lass das. Also, dann gucken wir mal, wer hier oben auf uns lauert. Zack. Und weggegrillt. Mission Crate collected. So, leider bringt das kein Gold oder sowas zusätzlich. Das ist schade. Aber gut. Sei es drum. Na, das habe ich befürchtet, dass da jetzt so ein... Oh nein, nicht meine Mechaniker, nein! Und ich bin weg. Tech Lab complete. Also, ihr fangt mal schön an, da weiter rum zu grillen. Ich werde derweil noch einen weiteren Motorpool bauen. Constructing. Oh, schnell weg, da kommt die Kavallerie. Und leider nicht die coole Kavallerie, sondern die Idiotenkavallerie. Nämlich die gegnerische. Motorpool complete. So, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt mal auf. Zur nächsten Kiste. Auch wenn wir jetzt keine Infanteristen haben, die die aufsammeln können. Noch nicht. Aber das kommt noch. Keine Sorge. So, erstmal weggegrillt alles. Ui, das ist schön, wenn die alle so in einer Reihe stehen. Oh, das ist aber nicht sehr schön. Und auch ihr möget gegrillt werden, knusprig und frisch. Also, wir machen uns auf zur nächsten Raffinerie. Müssen wir ein paar Infanteristen nachziehen. Na komm, einfach mal die wichtigen Einheiten bitte priorisieren, dann läuft das Ganze auch. Komm, weg mit dir. Sehr schön. Kommt da oben der nächste Lümmel. Ich glaube es ja wohl. Die werden frech werden, die. Was soll das denn? Zack.
Komm, wenn wir einen Truppentransporter haben, dann nehmen wir den auch. Ich glaube, wir brauchen einen weiteren Fuhrpark, denn die Einheiten brauchen noch viel zu lange zum Bauen. Constructing. Und ich werde die direkt da vorne hinschicken. Uiuiui, hier stirbt ja der Bär. Heide Witzka, Frau Kapitän. Ich meine, ich muss ja eben mich doch ein wenig zurückziehen. Denn ich habe keine Flammenpanzer mehr. Aber jetzt kommen ja schon die ersten nach, das ist gut. Na so, und zack. So, wir sollten mal uns ein bisschen sputen. Denn ich habe so meine Zweifel, dass wenn wir das Tempo durchziehen, dass das Ganze was wird. Aber gut, schauen wir mal. Ach komm, wisst ihr was, bräuch nicht. Machen wir so. So, einmal bitte wieder alle umbringen, dankeschön. Dann einmal bitte gleich diese formschöne Raffinerie zerstören. Hallo, bitte Raffinerie. Einmal zerstören, mit alles und scharf. So, und raus. Weiteres interessiert uns da nicht mehr. So, und ihr rennt bitte durch. Und ihr kümmert euch dann um die Einheiten, die noch ausstehen, zur Zerstörung. Uiuiuiui. Mission Crate collected. Ah! So, wenigstens einen mitgerissen. Zack, du bist weg. So, jetzt kloppen wir hier hinten erstmal alles frei. Ich sehe schon kommen, dass das mit den 10 Minuten leider nichts wird. Schon wieder. Immer diese verdammten Zeitvorgaben. Nicht so voreilig, ihr Lieben. Lasst mal lieber die Fahrzeuge vor. Die sind ein bisschen robuster als hier. So, das tut nun wirklich nicht Not, einzusammeln. Ach, Kinder, so ein Stress. So, next. Ja, genau, immer die am schwächsten gegen diese Einheit sind, vor. Das ist die richtige Taktik, so kommt Freude auf. Zumindest bei der Killstatistik des Gegners. Der wird seinen Spaß daran haben. Immerhin einer. So, wir snacken uns weiter da oben durch. Irgendwie müssen wir ja mal in die Pötte kommen hier. Mission Crate collected. Also euch machen wir mal eben platt. Ihr habt ziemlich auf meine Infanterie abgesehen, das sehe ich schon von hier. Nein, und ihr sollt euch nicht einfach nur sinnlos von den Türmen abknallen lassen. Das ist nicht euer Zweck, ihr Lieben.
So. Einmal hier gemütlich durchbrutzeln, bitte. Immer bitte mehr auf die Türme. Seht ihr, dann seht ihr doch ganz schön weg. Tja, mit dem Zeitziel, ihr seht schon, ich werde es vermutlich nicht schaffen. Das ist schade. Aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Moment, habe ich die jetzt eingesammelt? Ja, geht doch. Warum kannst du mich denn sehen? Du hast doch gar keine Einheiten stehen. Was soll denn der Mist? So, einmal bitte Rückzug, um meinen Einheiten da helfen. Dankeschön. So, jetzt aus Rache, weil ich das nicht geschafft habe. Ja, richtig, ich räche mich dafür am Computergegner, der dafür eigentlich nur bedingt was kann. Werde ich mal eben seine Basis hier wegknuspern. Ah, rettet euch! Ihr müsst doch noch meinen Quatsch einsammeln. Mein Gott, wie viele Raketen der aushält. Das muss ja Chuck Norris sein. So, einmal bitte alles komplett verknuspern. Dankeschön. So, Bonusziel erreicht. Und jetzt auch bitte einmal hier alles zerstören. Dankeschön. So, dann kraxelt mal bitte da hoch. Und ihr geht mit. Von mir aus auch über einen anderen Weg. Ist mir egal. Hauptsache ihr geht rechtzeitig hoch. Mein Gott, wie die sich an einem Sammler immer aufhalten. Oder wie die sich an diesem einen Infanteristen aufhalten. Gut, aber ich schicke mal meinen Flammenpanzer hin, der soll das regeln. Weil die brauchen ja einfach viel zu lange. So. Noch sind es 3 Kisten, aber nicht mehr lange. Und noch habe ich hier ein paar Infanteristen, aber auch nicht mehr lange, so wie die meinen laufen zu müssen. So, ihr könnt schon mal hier unten alles plätten. Hallo, hochgehen. Mein Gott, ihr tut euch aber auch schwer. Was soll denn der Mist? Stehen sich wieder alle gegenseitig im Weg, weißt du? Und am Ende wird es wieder keiner gewesen sein. Mission Crate collected. Gut, da ist schon alles frei. Gehen wir bitte dahin. Oh, da sehe ich so ein Türmchen, das mir gefährlich werden könnte. Drum einmal ein paar Fahrzeuge, die sich darum kümmern werden, hoffentlich. Ja, es wird sich gekümmert. Mit brennender Leidenschaft wird sich darum gekümmert. Einmal bitte die Kiste einsammeln. Mission Crate collected. Dankeschön. Und da haben wir die letzte Kiste. Ich hoffe, der wird es noch schaffen. Jawohl, die schaffen es. Und das war's, meine Lieben. Ah, ich mag Mission schaffen. Mit Gold wäre es noch schöner gewesen, aber hey, sei's drum. So, dann schauen wir doch mal. 13.005 Ressourcen. 144 Einheiten produziert, 8 Gebäude errichtet, 183 Einheiten getötet und 33 Gebäude zerstört. Leider hat es nicht gereicht für den Sammler und 1000 Startcredits, aber wir haben die Raffinerie. Und deswegen bleibt mir nur noch eins, und zwar euch fürs Zuschauen zu danken und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wir sehen uns, bis dann, tschüss, Sikowski!